Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben wieder so eine hilfreiche Lektion. Wieder mich so genau zu beobachten mit meinen Gedanken. Wie viele verletzende Gedanken da noch in mir herumfliegen, wo ich mich verurteile, wo ich scheinbar andere verurteile, wo ich mich mitkreuzige. Wo ich mir den ganzen Selbsthass anschauen muss. In diesem Film. Es ist ja nur dieser Film. Es sind nur meine Gedanken. Ich kann es auch bleiben lassen. Mir genau diese Gedanken von Krankheit, Leid und Tod, Selbsthass und so weiter zu machen. Von verletzenden Gedanken. Aber da ich wohl da immer wieder hinschauen muss, scheine ich noch nicht bereit zu sein. Weil ich ja glaube, dass ich das bin. Wenn ich das alles aufgebe, wird mir ja mein Leben genommen. Also zeigt es mir wieder nur, dass ich Gott immer noch nicht vertraue. Dass ich der Freude, der wahren Freude in mir nicht vertraue. So wie es in der heutigen Lektion auch steht. Mich der wahren Freude hinzugeben. Im Endeffekt. Durch das Aufgeben meiner verletzenden Gedanken. Weil was steht dahinter? Gott. Gott und die Freude. Die Liebe, der Frieden, die Dankbarkeit. Und jetzt sehe ich mich, wie ein einzelnes verletztes Ding, ein verwirrtes Urteil hier herumeilt. Und habe einfach nur vergessen, darüber zu lachen. Ich nehme das so bitter ernst. Es ist ja auch scheiße, wenn man sich scheiße fühlt. Wenn der Körper dann nicht so mitmacht, wie ich das gerne hätte. Da merke ich ja, wie viel Gewicht ich dem Körper gebe, wie viel Bedeutung. Tja, alles ganz schön verzwickt. Wie komme ich da bloß jemals raus? Wie komme ich denn da wirklich mal zur Ruhe? Ich weiß es auch nicht. Ich habe einfach keine Ahnung, weil ich keine Ahnung habe, was für ein Ding ich bin. Heutiges Textbuch. Selbstkonzept und Selbst. Ich weiß einfach nichts. Und ich gestehe mir dieses Nichtwissen nicht ein. Weil ich ja meine, hier mit diesem Körper alles zu wissen. Alles im Griff zu haben. Schon alles ganz schön komisch, gell? Ich weiß einfach nichts. Außer, dass ich verletzende Gedanken hege. Viel mehr, als ich dachte. Und dass ich noch viel zu wenig mit Gott bin. Obwohl ich ja immer mit Gott bin. Aber das weiß ich ja scheinbar noch nicht. Ich habe ja
scheinbar noch nicht wirklich die Erfahrung. Ich habe mich ja in Trennung begeben. Und mir ist gar nicht klar, wie nah ich Gott bin, wie sehr ich in Gott bin. Wie unschuldig ich bin. Wie geliebt ich bin. Ich kann es gar nicht wirklich glauben, weil meine Gedanken hier in diesem Film so stark sind. Weil ich denen alle Bedeutung gegeben habe. Und davon wieder abzulassen, die Luft von diesem Geblähe auszulassen, dann bleibt ja vielleicht nichts übrig. Ein Häufchen Staub. Das will ich natürlich auch nicht. Das Selbstkonzept Simone einfach so verblassen lassen, ist nicht nett. Dem keine Bedeutung mehr zu geben, das geht gar nicht. Vielleicht muss ich ja dann sogar das hier aufgeben. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und ich vertraue dieser Ahnungslosigkeit nicht, dass ich nicht weiß. Tja, eine prekäre Lage. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für ein Ding ich bin. Irgendwie nicht dieser Körper, aber auch irgendwie noch nicht voll Geist. Und doch voll Geist. Mit einem Traumkörper. Mit einer mächtigen Illusion in Form dieses Traums. Dabei schlafe ich oder träume ich doch nur so lieblich, noch scheinbar im Tiefschlaf, in den Armen des Vaters. Und bin doch geistig hell und klar. Wenn mir das bewusst wird, wenn mir das in meinem einen Geist klar wird, dann sehe ich meine Klarheit. Und dann weiß ich wieder ganz klar, wo es lang geht. Wofür ich mich einmal wohl entscheiden muss. Die eine Wahl. Ich habe sie noch nicht vollständig getroffen. Noch will ich rumeiern. Noch ein bisschen im Graben spielen. Mit dem scharfkantigen Spielzeug. Aber selbst dafür will ich mich nicht mehr schuldig fühlen, weil ich nur träume und weil ich keine Ahnung habe. Und weil die Erlösung
mir so nahe ist, weil Gott mir so nahe ist und ich sicher und behütet bin in Gott. Auch wenn ich mir diesen ganzen Kram hier zusammen träume, denke, spinne und so weiter. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Traum, der in Gott nicht wahr ist. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Ich habe die Macht, meine Gedanken zu schulen. Ich bin meinen Gedanken nicht ausgeliefert. Ich meine das oft, wenn ich morgens schon aufwache und gleich purzelt ein Haufen unwahrer Gedanken durch mich hindurch. Na klar, habe ich dann das Gefühl, ich bin wie fremdbestimmt, wie fehlgesteuert, besessen. Und ich fühle mich dem machtlos ausgeliefert. Dann berichtige ich es. Kaum gehe ich in den nächsten Raum, ist schon wieder das Urteil da. Manche Dinge scheinen mich nicht loszulassen. Und manche Dinge scheinen einfach zu vergehen. Es scheint alles ganz unterschiedlich, ein bunter Mix. Deshalb kann ich nur sagen, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich immer wieder nur nach Gott ausrichten, die Sühne annehmen, der Berichtigung meines uralten Glaubens, dass Sünde und Schuld wahr sind, wahr sein könnten. Da glaube ich immer noch dran. Es gibt immer noch Teile in mir, die das immer noch glauben. Sonst würde ich ja nicht mehr leiden. Sonst würde ich hier nicht mehr sitzen und darüber sprechen. Sonst bräuchte ich ja den Kurs nicht mehr. Mein Lehren ist mein Lernen. Ich spreche immer von mir auch. Ich weiß nicht, wie ich auf mich schauen soll. Und ich will nicht, dass mir das Angst oder Sorge bereitet, weil ich dennoch weiß, dass ich mit Gott bin und dass ich eben diesen Film hier, dieses Konzept hier aufgeben muss. Und das zeigt mir alles Mögliche. Von Angst, Trauer, Urteil, Selbsthass. All möglicher Kram kommt da zum Vorschein. Und ich will mich nicht mehr dagegen wehren. Ich will nichts mehr versteckt halten, weil es geheilt werden möchte. Weil das genau die Gedanken sind, die ich ja nicht mehr haben möchte. Ich muss sie mir scheinbar doch nochmal anschauen, damit ich sie nicht wieder verdränge, damit sie gehen können. Und ich will mich davon nicht mehr fürchten. Gerade wenn es so viele sind. An unwahren Gedanken. Ich erfahre parallel
dennoch die Liebe des Vaters zu mir. Auch wenn es der gespaltene Geist ist, weil ich im Grunde nicht zwei Welten sehen kann, nicht zwei Herren dienen. Aber scheinbar nehme ich das jetzt gerade so wahr. Und ich lerne ja immer mehr, davon zurückzutreten und mich immer weniger mit dem ganzen Quark zu identifizieren. Ich bin geistig sowas von klar. Niemals hätte ich das für möglich gehalten. Und genau da merke ich, wie heilsam, wie heilend das alles für mich ist. Auch wenn es mir körperlich manchmal scheiße geht. Jetzt bin ich auch gerade ein bisschen angeschlagen. Macht aber nichts. Es hat für mich keine Bedeutung. Es sollte keine Bedeutung haben, weil ich nur der Träumer bin. Es geht für mich nur um den klaren, reinen Geist. Mit mir im Geist, im reinen Sein. Mit Gott, mit dir. Und mich eben nicht mehr von diesen weltlichen Dingen und Wehwehchen und so weiter beeindrucken lassen, die ich hier einfach immer wieder mal erfahre. Es hängt ja von meiner eigenen Sicht ab, von meinem Fundament. Mit wessen Geist schaue ich darauf? Lasse ich mich davon bedrohen oder gebe ich meinen Segen? Lasse ich mich von der Kreuzigung immer noch bedrohen oder gebe ich meinen Segen? Mit welchem Fundament bin ich unterwegs? Mit Angst oder mit Liebe? Mit dem Ego oder mit Gott? Ich kann nur meinen Geist schauen. Alles andere wird mir nachfolgen und es wird mir im Außen immer wieder gezeigt. Und ich will eben lernen, da nichts mehr versteckt zu halten. Und ich merke ja, wie schwer es ist, sich so offen und klar zu zeigen. Ich könnte ja verurteilt werden. Aber auf welcher Ebene wäre ich dann wieder? Mit welchem Geist wäre ich dann schon wieder unterwegs? Da würde ich schon wieder mit Angst schauen. Und das ist ja genau das, was ich zu verlernen habe. Es spielt überhaupt keine Rolle, was hier abgeht. Es geht nur um Geist. Es geht nur um meinen Frieden und um die Liebe des Vaters zu seinem Sohn, der wir sind, dass wir Freude sind in Wahrheit, dass wir seine Liebe sind in Wahrheit. Das über alle Zipperlein hinaus. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern.
Verlust ist nicht Verlust, wenn er richtig wahrgenommen wird. Schmerz ist unmöglich. Denn Gott ist kein Schmerz möglich. Ich muss mich geirrt haben, wenn ich mich von Schmerz noch triggern lasse. Wie komme ich davon los? Indem ich noch weiter zurücktrete und eben diese Identifikation mit diesem Körper, mit diesem Ego immer weiter abgebe. Mich Gott hinwende. Mich Gott hingebe. In vollstem Vertrauen. Und das weiß ich nicht, was das ist. In vollstem Vertrauen. Voll loszulassen. Ganz und gar. Da schau mal hin, was das in dir auslöst. Mich ganz und gar hingeben, voll und ganz, so wie ich bin, mit allem. Und nicht zu wissen, was geschieht. Dein Selbstkonzept aufzugeben. Das abzugeben und das wandeln zu lassen. Und nicht zu wissen, was geschieht. Da liegt alle Heilung drin. Alle Erlösung. In einem jeden. Und das wissen wir im Grunde alle. Nur wenige wagen es. Ein jeder klammert sich noch an Konzepten. Weil ich ja meine, dass ich das bin. Es ist immer wieder das Gleiche. Es gibt keinen Gram mit irgendeiner Ursache. Nur Gott kann deine wahre Ursache sein. Und ich bin seine Wirkung. Und jetzt nicht zu denken, was habe ich daraus gemacht? Sondern, ja, na klar, ich bin Gottes Sohn. Ich bin rein und unschuldig. Ich zeige mich in meiner Liebe. Dieser Traum ist nicht wahr. Dieser Film hier ist nicht wahr. Ich bin Geist im Geiste Gottes. Ich bin einzig Liebe. Ich bin einzig Liebe. Möge ich mir diese Liebe des Vaters selbst gebühren. Das fällt mir wohl sehr schwer, mir diese Liebe selbst zu schenken. Irgendwie kommt da immer so eine Abwehr gegen mich selber hoch. Mein Selbsthass. Das steht mir irgendwie immer wieder im Weg. Okay, ich trete zurück.
Danke, Vater, dass ich mich erinnern darf an deine Liebe. Ich bin nur Liebe. Ich bin dein geliebtes Kind. Ich will mich frei lassen. Ich will in dir ruhen. Und ich will mit dieser Ruhe gehen. Denn Leiden jeder Art ist nichts als ein Traum. Das ist die Wahrheit, die zuerst nur gesagt, dann viele Male wiederholt wird, um als nächstes mit vielen Vorbehalten nur zum Teil als wahr akzeptiert zu werden. Genau da hängen wir fest. Nur zum Teil. Nur zum Teil akzeptieren wir das als wahr. Ich habe immer noch Vorbehalte, Widerstände, Zweifel. Ich will noch irgendetwas. Und das ist das, was mich bindet, was mich nicht frei lässt. Und da immer wieder hinzuschauen. Ohne Schuld. Es geht überhaupt nicht mehr um Schuld. Den Begriff Schuld können wir eigentlich komplett vergessen. Sondern wie schaffe ich es, in Anführungsstrichen, mich wirklich zu erlösen? Zur Ruhe zu kommen, meinen Frieden zu finden. Und dieses Schaffen ist nicht, dass ich irgendwas schaffen muss, sondern die Worte bekommen ja immer wieder eine andere Bedeutung. Wie kann ich so auf mich selber schauen, dass ich wirklich diese Schritte gehe, die Gott mit mir schon längst geht. Dass ich bemerke, dass überhaupt nichts los ist. Dass wirklich nichts los ist. Ich will immer was los haben in meinen Gedanken, in meinem Film. Das ist die Wahrheit, die zuerst nur gesagt, dann viele Male wiederholt wird, um als nächstes mit vielen Vorbehalten nur zum Teil als wahr akzeptiert zu werden. Dann aber wird sie immer ernstlicher erwogen und schließlich als die Wahrheit angenommen werden. Irgendwann habe ich einfach keine Lust mehr auf dieses Rumgezappel, auf dieses Hin und Her. Weil ich auch weiß, dass es in Gott nichts Teilweises geben kann. Gott ist Vollkommenheit, Ganzheit, Vollständigkeit, unveränderbar. Dass es eben gerade meine Gedanken sind, in denen ich umreihe, in denen ich noch einen Unterschied machen muss. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern.
Und heute möchte ich über diese Worte und über alle Vorbehalte hinausgehen und zur vollen Akzeptanz der Wahrheit in ihnen gelangen. Jetzt will ich darüber hinausgehen. Über all diese Worte und Gedanken, all die Abwehr, all die Widerstände, all die Bilder, all die Konzepte. Darüber hinausgehen und die Wahrheit in mir vollständig akzeptieren. Gott ist mit mir und ich mit ihm. Ich bin Geist und nur das. Ich träume mir diesen Körper. Das ist eine Illusion. Das ist immer noch Ego. Diese Ebene hier ist immer noch Ego. Das, was ich hier sehe, ist immer noch Ego. Ich kann aber lernen, darüber hinauszuschauen. Christi Schau anzuwenden. Die heilige Sicht. Und das erhebt meinen Geist. Es ist eine andere Denk- und Sichtweise. Mit Gott. Mich mit Gott und seiner Liebe zu identifizieren und ich nicht mehr mit dem hier. Und dennoch darauf zu vertrauen, dass mir alles nachfolgt, weil ich ja keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, was ich bin. Weil ich es mit Worten gar nicht mehr beschreiben kann. Es geht ja eigentlich über Worte hinaus. Und mein Verstand, der kann das nicht verstehen. Er versucht es immer wieder. Aber es nützt mir nichts. Vater, was du gegeben hast, kann nicht verletzen. Also kann er mir doch nicht die vielen, vielen Gedanken gegeben haben. Gerade wenn sie mich verletzen. In Gott bin ich nur ein liebevoller Gedanke. Vater, was du gegeben hast, kann nicht verletzen. So müssen Gram und Schmerz unmöglich sein. Ich leide, wenn ich mich damit identifiziere. Dann stelle ich mich wieder in Frage. Wie kann das sein? Dass ich als der Sohn Gottes Krankheit, Leid und Tod noch erfahre. Nein, ich will zurücktreten und auf Gottes Wort hören und still sein. Möge mein Geist still sein und still bleiben. Ich versetze mich immer nur selber in Aufruhr. Ich trigger mich immer nur selber. Durch meine Gedanken. Durch mein Verlieren im Außen, anstatt nach innen zu schauen. Und mir zu vertrauen in dem, was ich da erblicke. Und eben nicht mit Schrecken. Auch wenn es schrecklich erscheint. Mir selber nicht mehr
in Schrecken zu begegnen. Nicht mehr mit Schrecken auf mich selber zu schauen. In Liebe. Ich brauche Hilfe. Der Geist Gottes will in allem wirken, will durch alles wirken. In jedem kleinsten Winkel. Die Liebe will überall hineinfließen. Der Frieden will überall gegeben werden. Ich will es mir selbst nicht mehr vorenthalten. Und das tue ich noch, weil ich mich immer wieder im Außen verliere und wieder vergesse, nach innen zu schauen. Also danke, dass ich mich wieder erinnern darf und dass ich wieder weiß, was meine Funktion ist. Lass mich heute nicht darin versagen, dir, Vater, zu vertrauen und nur das Freudige als deine Gaben. Nur das Freudige als die Wahrheit anzunehmen. Gott vertrauen. Mir selbst vertrauen. Gottes Vertrauen ist das Vertrauen zu mir. Und da hapert es noch gewaltig. Ich will mir das vergeben. Ich muss es mir vergeben. Ich muss nach innen schauen. Gott in mich, durch mich hindurchfließen lassen. Vollständig. Ich muss mich freilassen. Ich muss mich hingeben. Es gibt keine Wahl. Ich brauche mich nicht mehr zu verstecken. Ich habe Angst vor mir selber. Vor dem, was sich da zeigt. In Gott, was wird sich denn durch Gott zeigen? Was steht denn mit Gott? Es wird sich nur die Liebe zeigen. Es ist nur die Liebe, die ruft, sich endlich durch mich zeigen zu dürfen. Der Ruf von der Liebe zur Liebe. Ich bin Gottes Sohn, ich bin Liebe. Der Vater ist nur Liebe. Möge ich mit Liebe antworten und nicht mehr wegschauen, weghören, mich mit diesem Traum weiter identifizieren. Möge ich mich mit der Liebe identifizieren.
Lies das Textbuch. Selbstkonzept und Selbst. Eine Zeit wird kommen, wenn Bilder allesamt vergangen sind und du sehen wirst, dass du nicht weißt, was du bist. In eben diesem entsiegelten und offenen Geist kehrt die Wahrheit unbehindert und ungebunden zurück. Wo Konzepte des Selbst abgelegt sind, wird die Wahrheit ganz genauso offenbart, wie sie ist. Wenn jedes Konzept in Zweifel gezogen und in Frage gestellt und klar geworden ist, dass es aufgrund von Annahmen gemacht ist, die dem Lichte nicht standhalten würden, dann wird die Wahrheit freigelassen, in ihr Heiligtum zu treten. Rein und frei von Schuld. Es gibt keine Aussage, die die Welt mehr zu hören fürchtet als diese. Ich weiß nicht, welch ein Ding ich bin. Und deshalb erkenne ich nicht, was ich tue, wo ich bin oder wie ich auf die Welt oder auf mich schauen soll. Doch in diesem Lernen wird die Erlösung geboren. Und was, großgeschrieben, du bist, wird dir von sich, großgeschrieben, berichten. Vom Paradies in dir, von all der Liebe, die du bist. Das Wunder eben, dass du selbst bist. Welch Freude. Haben wir das nicht gerade eben schon gehört in der Lektion? Freude? Wie sich immer alles so fügt und zeigt. Wir können darauf vertrauen. Sei gewiss, mein Bruder. Sei gewiss. Gott will dir nur Gutes. Amen.
bin nachher wieder da. 13 Uhr. Mögen wir weiter lernen. Wie immer.